Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja. Ja, heute wird es wahrscheinlich kein Vlog in gewohntem Maße. Genau, sondern wir haben Schätzelein im Päckchen bekommen. Ja. 3 Stück an der Zahl. Ja, nee, kann ich glaube ich von so ja nicht zeigen. Aber hier, guck mal, da stehen noch welche, die werden von Kira bewacht. Ja, und eins Kira passt auf. Und eins bewacht der Uwe. Ja. So. Ja. So, und die wollten wir mit euch gemeinsam auspacken. Die Päckchen sind von der lieben Martina. Martina, an dieser Stelle, wie mache ich denn so ein Herzchen, dass das hübsch aussieht? Ein ganz, ganz, ganz dickes Herzchen für dich. Die Martina hat uns gesagt, dass das alle gesammelte Werke sind, dass sie wohl schon länger daran sammelt. Deshalb 3 Päckchen, aber es ist doch wirklich verrückt. Ja. Martina, du bist verrückt wirklich. Aber ich freue mich sehr und bin mega gespannt, was du, liebe Martina, da eingepackt hast. Ich weiß schon bestimmten Dingen. Das hat mir die Martina nämlich schon verraten. Und zwar, dass selbstgemachtes Essen darin ist. Weil, weiß ich nicht, ob ich das verraten darf, sage ich jetzt nicht. Nee. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, da kommt ein Duft raus. Guckt euch das mal an, randvoll, Martina. Ein kleines. Nee, wir haben noch kleine. Du, und ein riesiges. Ja. Aber du bist ja wohl verrückt. Das ist nicht normal. Ja. Willst du das hier hinstellen und dann, oder neben dir kannst du nicht, weil ja Kira da jetzt liegt und quasi eine Besetzungscouch macht. Das sind Kühlpacks, das ne? sind Kühlpacks, ja. Davon hat mir Martina erzählt und ich finde die mega. Schön, wenn du nämlich einkaufen gehst, denn tust du die einfach in den Froster und dann in deine Einkaufstasche. Also ich habe da eine, wo man die echt direkt auf den Boden legen kann. Oder auch nachher, wenn wir baden gehen, meine Tupper Tasche. Kühltasche, Tasche. Genau, die hat ja genau diese Maße. Wie cool ist das? Also Martina, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Lieben, lieben Dank für diese Kühlmatte. So, und jetzt spielen wir eine Runde. Was ist denn das Schöne? Feldschlösschen-Sammelaktion. Ah, mal sehen, was sie gesammelt hat. Vielleicht ist es ja mal, sind gesammelte Werke, aber vielleicht ist es ja was anderes. Ah. Oh. Und zwar ist das Chlorsteine. Wie cool. Also die Farbe finde ich sehr schön. Jetzt weiß ich auch, woher der Duft kommt. Der große Lavendel. Das riecht richtig gut. Also Leute, ihr wisst es, ich liebe Lavendelduft. Und da hat die Martina echt aufgepasst. Ne? Und die sind Lavendelduft. Das riecht nämlich total lavendelig aus diesem Päckchen. Schaut, wie cool. Ja, da sind super. 3 solche Teile drin. Und ich werde euch berichten, wie die waren. Also, aber ich glaube, Brett ist ja wirklich auch eine stabile Bank. Oh, für die Kira. Kira. Von Roy. Ja. Jetzt fange ich auch schon an, das aus der Hand zu reißen. Ja. Nein, das macht Trick abgeguckt. So 2x7 feine Fleischsticks mit Leberwurstgeschmack. Oh, Schatz, da musst du der Kira eins geben. Ja, die haben ja noch eins davon. Aber ist das auch Leberwurstgeschmack? Ja. Auch. Komm, ich gebe dir Leberwurst. Ja? Da kriegt die Kira Leberwurst. Ja, und ich kann ja schon mal was auspacken, weil ich sehe, was für mich, nämlich von L'Oreal Elnett Haarspray, extra starker Halt. In so einer Probier- oder Reisegröße finde ich mega. Und ich sehe hier noch so eine Flasche. Oh, wie cool. Keine Schere. Also doch, ein Messer hast du. Aber das geht doch auch so auf. Nee, geht nicht auf. Also ich freue mich da richtig dolle drüber. Ihr wisst es, Haarspray Forever Haarspray. Ja, her. Lieben, lieben, lieben Dank, Martina. Richtig cool. Toll aufgepasst. Ja, das magst du, ne? Ja. So eine Sticks magst du unfassbar gerne. Ja. So, ich mach noch weiter, ja? Ich fisch hier von Isana Milch- und Honigcreme-Dusche raus. Ist auch sehr gut. Haben wir schon ganz oft gehabt. Mir klebt hier was am Finger. Für den Uwe, was? Duschpflaster? Wie cool ist das denn? Stripes Wunderpflaster Größe XL. Finde ich mega.
Der Uwe, ihr wisst es, verletzt sich ja ziemlich oft, ne, Schatz? Die sind für dich. Keine Zeit. So, und dann? Oh, das ist aber was Großes. Da ist ganz viel drin. Ach, geil. Also noch mehr Pflaster für den Uwe. Silberpflaster. Ist nicht verkehrt. Und was ist das denn Schönes? Oh. Kopfhörer. Nein, Martina, wie cool. Was ist das? Kopfhörer, oder? Ja. Oh, nein, das sind keine Kopfhörer. Was denn? Das ist ein Ventilator. Für die Ohren. Wird alle durchgepustet. Oh. Ach so, ich dachte. Oh, wie. Ich möchte das Wort ja nicht immer so oft sagen, aber wie geil ist das denn? Oh, Schatz, hier probier mal an. Da ist ein Ständer für. Nee, das ist ein Handyständer. Ach so. Kann man das auch so aufsetzen? Nee, das kann man nur als für den Hals. Oh, ist das cool, ey. Hier, Schatz, setz mal auf. Wie cool ist das? Tschüss. Oh, Martina, ey, damit machst du mir wirklich eine Riesenfreude, weil ich bin ja so ein Kopfschwitzer, ja. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Und der hat, wenn ich das jetzt richtig sehe, 3 Stufen. Mhm. Ja, und dann geht er aus. Und kannst du über USB aufladen. Wie cool. Und der ist richtig wertig schwer. Wie cool, Martina. Also der wird jetzt im Sommer viel in Gebrauch sein. Und natürlich hat sie direkt auch noch Ladekabel und die sehen ja auch so cool aus. Guck dir das mal an, Uwe. Es ist ein Ladekabel in Regenbogenfarben. Wie cool ist das? Ah, ich liebe das. Ich mag ja sowas. Sehr, 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 sehr cool. Und das ist USB-C. Ja, passt ja hier rein. Ja. Na klar, wenn Martina das darin getan hat. Denn die Martina, die denkt sich ja dabei was. Passt, wackelt und hat Luft. Also ich freue mich da unfassbar drüber. Danke. Verrückt, Martina. Ja. Verrückt. So, dann hat der Uwe ja gerade schon gezeigt. Ein CD-Ständer. Nein, ein Handyhalter. Weiter geht der nicht. Reicht das nicht? Doch. Weil wo bist du hin mit deinem Handy? Und zwar kann ich das tatsächlich, also als wenn du das wusstest, Martina, ne? Denn immer wenn ich Face-Telefonie mache, FaceTime, so, dann muss ich mir immer mein Stativ rauskramen. Gib doch mal her, dein Handy, bitte. Mein Handy? Ja. Ja. Ja, wenn man sehen, wie drunter fällt. Nein, bitte nicht. Kannst du so machen? Der muss schon. Ich halte das jetzt gerade den Fuß. So. So, drin damit. Und fast wackelt und hat Luft. Also er würde ja auf dem Tisch stehen, ne? Ja. Oh, guck, wie cool, den kannst du so schön schwenken und natürlich auch so rum. Ist ja klar. Das ist sehr praktisch. Also das ist wirklich mega praktisch und ich brauche, das benutze ich halt ganz oft, alleine weil ich mit Verena telefoniere. Das ist sehr praktisch, das stimmt. Ja, das ist total cool. Also, kann das Stativ, wenn es in der Ecke stehen bleiben und sich ausruhen. Also ich freue mich da wirklich sehr drüber. Lieben, lieben, lieben Dank, Verena. Weil ich gerade von Verena gesprochen habe. Martina. Ja. Also ich freue mich da wirklich sehr drüber. Ja. Das ist echt cool. Ja. Dankeschön. So, hier hast du nur Kosmetik. So, hier steht, mit Magneten. Aber was ist das? Eine kleine Taschenlampe oder was? Ja, wie cool. Tatsache. Und wie hell. Hey. Cool. Super. Das ist was für ein Uwe. Ja. Mega. Cool. Und kannst du irgendwo ranbappen, ne? Mit Magnet. Ja. Nee, halt nicht. Genau. So, dann ziehe ich hier raus. Sensi Mello. All Skin Types. Was ist das? Ist das eine Handcreme oder?
leicht parfümierte, hautregenerierende Pflegecreme. Hab ich noch nie gehört. Ach, es riecht auch gut. Es riecht irgendwie, wie kann man das erklären? So clean, so einfach clean. Toll. Ist gut. Auch immer eine stabile Bank. Vielen, vielen Dank dafür. Dann ziehe ich hier so Kästchen raus. Ah, das sind so, guck mal, die, oh, die hast du zusammengeklebt. Okay, hier steht drauf, jeder einmal ans Bett oder woanders. Ach so, das sind so eine Nachtlichter, Uwe. Oh, wie cool. Ich finde alle cool. Oh. Da bist du aber wach. Oh, wie cool ist das bitte? Ja. Ja. Die ist praktisch. Das ist gut. Zum Ankleben. Ja, zum Kletten. Ja. Du musst das hier erstmal vernünftig abkriegen. Schatz, das musst du machen, weil da ist nämlich was jetzt kleben geblieben, weil die Martina hat da ordentlich Kleber benutzt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja. Finde ich toll. Dankeschön. Super. Willst du wieder was rausziehen? Ja. Ja, Dusche. Du ziehst raus und gibst es direkt mir. Ja. Also, Pantene Pro V, feuchtigkeitsregenerierende Shampoo. Das ist sehr, sehr gut. Hast du auch Shampoo oder hast du Spülung? Nein, ich habe auch Shampoo. Was? Ja. Ja. Sehr cool. Wie riecht das? Zweimal. Es riecht auch so gut. Also Pantene Pro V Hydro Glow mit Biotin Baobab Essenz, feuchtigkeitsspendendes Shampoo. Spendet dem Haar intensive Feuchtigkeit für einen gesunden Glanz. Also ich finde das echt toll, als wenn du das wusstest, Martina. Mhm. Denn wir benutzen ja eigentlich auch feuchtigkeitsspendendes Shampoo von BC, von Bonacur. Und das ist, kriegst du nicht mehr so. Oh, wie geil! Zweimal. Ah, wer erinnert sich noch an meinen gehypten Liebling hier? Wie cool ist das denn? Also, Cream and Oil Kakao, milde Formel, richtet noch genauso. Oh ja! Hm. Oh, Martina, ich freue mich. Wie cool ist das bitte? Nicht sehr gut. Ihr erinnert, wer sich daran erinnert, der schreibt es mir bitte in die Kommentare. Kannst du es bitte auch mal nach hinten tun? Wie cool. Danke, meine süße Maus, ey, du kleine Goldschnute. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. So, At Home Clean and Wipes, das sind so Feuchtigkeitstücher. Sowas benutze ich wirklich sehr, sehr gerne in der Küche. Oder ich habe auch immer in meinem Nachtschrank feuchte Tücher, um mal schnell über den Nachttisch oder jetzt über den Lichtschalter anmachen, siehst du besser. Über den Radiowecker zu wischen oder so, wo man halt nicht direkt einen Lappen zur Hand hat. Ne? Ich liebe sowas. Ja, ganz, ganz toll. Ja, noch einmal von Isana Milch und Honig. Dusche. Jetzt bin ich nicht auf Dusche gekommen. Duschgel. Für jeden eins. Und, das ist ein Deo-Stift von CD. Hm. Wasserlilie. Sehr, sehr cool. Das ist immer ganz schwer zu kriegen, Wasserlinie. Ich hatte mal so ein Spray, Natural Spray. Hm. Und das kriegst du kaum. Ja? Ich möchte das auch immer gerne mal als Seife haben, aber du kriegst keine Wasserlilienduftseife. Ja, Feuchtigkeit-T-Shirt. Oh, wie cool. Gesicht und Hände. Tuch, 0% Plastik. Ultrasensitiv von Hip. Feuchtigkeitstücher. Dankeschön. Thunfischfilet. Im eigenen Saft und Aufguss. Das ist so, so wichtig jetzt für meine Ernährung. Auf gar keinen Fall Öl. Und auch nicht hier in Gemüse. Gibt es ja auch. Ne? Immer im eigenen Saft und Aufguss. Ich freue mich. Dankeschön, meine liebe Maus. Oh Gott, wie aufmerksam, Martina. Schon wieder immer. Da, zweimal. Also dreimal insgesamt. Ja. Ich freue mich. Wahnsinn. Der ist alles für mich. Der Uwe mag keinen Thunfisch. Nee. Ah, ich freue mich.
Da gibt es jetzt einen Thunfischsalat. Mmh. Für dich. Für mich, da mag er auch gar nicht. Nee, ich mag keinen Thunfisch. Wollen wir erstmal wieder was reintun in die Päckchen? Ja. Weil Martina, das ist ganz schön viel, was du uns hier geschickt hast. Ne? Also, Entschuldigung. Ich freue mich über alles. Es ist wirklich mega. Also hier, das ist ja wohl auch cool, ne? Ich freue mich da so drüber. Das fetzt wirklich. Oh, wie das klettet. Ja, richtig, das krass, ja. Ja. So. Und dann haben wir hier ein bisschen Platz für das nächste Päckchen. Das ist, glaube ich, besser. Also mein Handyhalter, natürlich unseren Handyhalter, finde ich auch toll. Ganz große Klasse. Gerade wenn ich mit Verena telefoniere, ist das Gold wert, sowas. Ja. So, jetzt haben wir noch ein Paket. Ein riesengroßes. Also musst du hier aufmachen, auf der Seite. Ja. Glaube ich. Oder ist es unten? Geht's auch? Geht's auch hier? Ich würde sagen, Seite. Und guck mal hier. Was ist hier denn? Rate mal mit Rosenthal. Nee, hier an der Seite, meine ich. Ja. Hier. Ja. Ach, Martina, du hast das alles wieder so durchdacht eingepackt. Das ist ja krass, ganz ehrlich. Also, wie aufmerksam kann man bitte sein? Hm? Schatz, was sagst du dazu? Super. Als bundesdeutsche Hausfrau. Ich halte mich raus, ich kann nicht schwanger werden. Ah, wie cool. Das ist ein schöner Karton, den kriegst du nicht gleich auf. Du machst den bestimmt nur an der falschen Seite auf, wa? Ich weiß es nicht. Hier musst du aufschneiden. Ja. Und bitte, ja. Es ist spannend, Leute. Ich bin so neugierig, ja. Ah, und schon wieder randvoll, Mann, Martina, ey. Verrückt, ehrlich. Ja, okay. Ich bin gespannt, was drin ist. Upsi. Ah, guck mal, wie süß. Eine Dose, da steht Danke drauf. Eigentlich müssen wir bedanken uns, ja. Meine liebe Maus. Muss mal aufmachen. Da kannst du schön Kekse oder irgendwas Kleines reinmachen. Total schön. Also, ich finde es toll. Ja. Eine kleine Keksdose. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich werde verrückt. Ich hol mal das Erstbeste raus. Ich werde verrückt. Oh. Wie geil ist das bitte? Für unterwegs. Ja. Wir waren ja heute beim Friseur. Und da habe ich tatsächlich auch was für unterwegs mitgenommen, weil ich muss ja nach 4 Stunden was essen mit meinem kleinen Magen. Ansonsten falle ich ja um, ne? Und finde ich echt cool, dass hier ein Löffel bei ist. Und das müsste ja hier oben bestimmt auch irgendwie aufgehen. Ja. Wie cool. Kannst hier oben sehr was reinmachen. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel Haferflocken oder irgendwas hast. Ja. Oder irgendwelche Früchte. Schokolade. Nein, Beeren oder. Guck mal, ich denke gar nicht mal an mehr in diese Richtung. Beeren oder irgendwas hast und du hast hier jetzt Quark oder einen Joghurt drin und dann kannst du das gut miteinander transportieren. Ja. Also ich finde das toll. Ich freue mich darüber. Noch lieben eine. Dank. Ja. Eine Lunchbox, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und das in Kleinformat. Noch eine Lunchbox. Hübsch. Ja. Was steht da drauf? Systema, das ist ein Mikrowellen. Für eine Mikrowelle. Ja. Das ist sehr praktisch. Wie cool. Also, jetzt mal ernsthaft, Uwe, für meine kleine Portion ist das mega. Ja. Mann, ja, cool. Ja, Martina, du flasht mich gerade total, ne? Wie aufmerksam kann man bitte sein? Lieben, lieben Dank dafür. Ich finde das einfach toll. Danke. Oh, du bringst mich fast zum Weinen hier, ey. Jeder ein. Ja. Ah.
Ich werde verrückt. Martina. Ich find's einfach mega. Ja, der ist für Männer, weil nämlich nicht buntet ist. Wahnsinn. Das hast du bestimmt auch so gedacht, oder? Ja. Da ist aber noch mehr drin, Schatz. Du darfst mal in die Wundertüte greifen. Ach, die Beschreibung. Die Beschreibung, ja. Sehr, sehr, sehr cool, praktisch. Ja. Also ich, darüber freue ich mich wirklich sehr. Ne? Das ist so. Verena hat uns ja auch schon mal so ein Teil geschenkt. Und das ist Gold wert im Sommer, wenn das so warm ist. Ne? Echt toll. Also ich freue mich darüber. Kommst du nicht klar? Achso, das leer. Ist nicht aufgeladen, ja. Ja, ist nicht aufgeladen. Ist nicht schlimm. Wir haben ja gesehen, wie das wie andere geht. Ding funktioniert ja. hat. Ne? So, jetzt hole ich schon wieder was raus. Oh, das ist das selbstgemachte Essen. Oh, wie cool. Der Bohneneintopf. Also Leute, ne, die Martina, die hat mir gezeigt, was sie gekocht hat. Und das sah so, so lecker aus. Und ich glaube, das hast du irgendwie zugeklebt hier, oder? Nee. Und jetzt habe ich hier den Bohneneintopf. Oh, wie cool ist das denn? Das ist auch genau eine Portion, ne? Ja. Wobei, gut, für mich wäre sie zu viel wieder, aber cool. Dankeschön, selbstgemachte Suppe. Eingekocht. Noch eins? Mhm. Das hat sie mir erzählt, das weiß ich. Nochmal Bohneneintopf. Dankeschön. Oh. Und noch ein Glas? Oh, wie cool ist denn das, Martina? Das ist ein Glaskarton. Verrückt, wirklich. Und die sind alle heile geblieben, ja. Gott sei Dank. Schön eingepackt. So, ein Möhreneintopf mit irgendein Fleisch. Mit Lama-Fleisch? Lese ich das richtig? Lamm bestimmt. Ne, keine Ahnung. Das müssen wir ja nochmal besprechen. Ich kann es nicht lesen. Aber Möhreneintopf mit Fleisch. Freue ich mich auch. Und da ist die Kühltasche. Ja, für die. Für den Akku, genau. Und wie cool sieht die bitte aus? Oh, wie cool. Mann, Martina, du bist wirklich die Wucht in Tüten, ne? Ja, die ist schön groß. Oh. Super. Da können wir schön, wenn ich meine, wenn ich mal nicht frisch kriege, Brokkoli oder Blumenkohl, gibt ja manchmal so Tage, wo der vielleicht auch nicht schön aussieht, dann kannst du das schön mitnehmen und aus der Tiefkühlung holen. Ja. Und dann bleibt das schön gefroren, bis du zu Hause bist. Sehr cool, Mann, Martina. Ein dickes Herz für dich. Aber wir haben ja noch den größten Karton vor uns. Das ist ja jetzt schon verrückt. Ja. Martina, auch an deine Freundin, ja, unbekannterweise, lieben, lieben Dank, was ihr hier für uns gemacht habt. Dankeschön. Oh, nee. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, aber das machen wir da hinten auf, Uwe. Wegen, wegen Dinge, die ihr nicht sehen braucht. Ja. Es nennt sich Adresse, ne? Ja. Denn die liebe Martina hat das ja uns an die Packstation geschickt und der Uwe hat das gerade alles abgeholt noch mit dem Fahrrad. Zum Glück, dass ich mit dem Tieflader gefahren bin. Wir wussten es ja. Aber, deswegen, das ist der Grund, warum die Adressen noch drauf sind. Normalerweise machen wir die ja immer ab. Ja. Weil die ja nichts hier zu suchen haben. Na, Schatzi, willst du noch einen? Du Rübe? Oder willst du der Martina Danke sagen? Danke, Martina. Wuff, wuff. Ach, das ist so toll. Um Gottes Willen. Oh. Oh, Martina, du bist da oben. Ist da nicht normal. So eine Goldschnute, ey, das gibt's ja nicht. Oh. Der Hammer. Und ich sehe auch schon wieder was für Kira. Ja. Jetzt eine, hast du erstmal eine schöne Kosmetiktüte. Eine Geschenktüte ist das. Keine Kosmetiktüte. Eine Geschenktüte. Ja. Kira.
Sehr schön. Schöne Geschenke dran, ja. Nicht? Ja. Und für Kira sehe ich hier schon Schlecker-Snacks. Hundeeis. Leute, wir frieren das immer ein für Kira oder einfach so im Kühlschrank. Und dann kriegt die das auf eine Schleckmatte. Und dann freut die sich. Hier steht auch drauf als Eis. Nach 2-3 Stunden im Gefrierfach für den Hund verzehrbar. Dreimal. Ist das immer das Gleiche, Schatz? Ja. Mit Huhn? Ja. Mit Huhn. Ja, vielen Dank im Namen von Kira. Ja, das jetzt, ist für dich, mein Engelchen. Oh Gott, Mann, der ist randvoll, der Karton. Oh. Nutripur Fruchtsnacks, gefriergetrocknete Früchte, Lieblings-Erdbeerescheiben. Ah, da hast du bestimmt an mich gedacht. Der Uwe darf da natürlich auch von naschen. Ganz klar. Ist für ihn eine Tüte, siehst du? Nein. Ja, auch nochmal Erdbeere. Kira kriegt auch so eine Tüte. Oh, wie cool. Kira kriegt auch so eine Tüte. Für auch nochmal Erdbeere. Ja, du darfst schnuffeln, mein Schatz. Das riecht nach Erdbeere. Oder weiß ich nicht noch was. Oh, da steht, siehst du, für Uwe drauf. Uwe, erste Hilfe. Ja, der Mann braucht das, ja. Martina hat echt gut aufgepasst. Dankeschön. So, da haben wir die Steck. Oh, das sind die runden Dinger. Oh, super. Wie cool. Das ist auch so ein Nachtlicht oder irgendwas. Also steckst du einfach rein. Ja. Und dann leuchtet's. Kann man das irgendwie an- und ausschalten? Ja, hier. Ach ja? Hm, den grauen musst du bewegen. Nee, bei mir geht der nicht bewegen. Doch. Der Raum ist da. Meiner geht nicht. Versuch. Nee, der hat doch keine Zahlen. Aber ja, ich glaube, das hast du auch gesagt. Kann das sein? Ja. Ich weiß es nicht. Das geht nicht. Nee. Also hier steht GBW. Ach, der, kann das sein, dass der vielleicht gelb leuchtet, blau leuchtet, weiß leuchtet und der nur weiß? Aha. Ja, ein Stecker mit GS-Zeichen, geprüfte Sicherheit, ja, finde ich immer sehr gut. Und den, das finde ich richtig toll. Und der hat auch hier drin so einen Kinderschutz. Mhm. Finde ich auch richtig toll. Ja, also, das werden wir uns auch mal ins Bad oder im Flur oder sonst wo. Jetzt passen wir erstmal gut zusammen. Die Vereinigung hat stattgefunden. Ja. So, sehr da haben wir cool. Eine Schachtel. Oh, wie toll ist das bitte? Und das sind alle Größen, die für mich und meine Portion genau richtig sind. Martina, du bist einfach sensationell. Freue ich mich sehr drüber. Oh, wie cool ist das? Kriegst du alle draus. Ah, so ein Silikonspatel. Oh Gott, wie cool ist der? Kira, nein. Bleib hier. Finde ich sehr toll, wenn man Marmeladereste oder irgendwas raus haben will oder halt aus so schmalen Gefäßen halt was rausholen will. Und ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, mir mal so einen ganz flachen zu holen. Ja, kommt super auf jeden Fall. Und hier haben wir einmal Pflaume. Proteinriegel. Oh. Oh Mann, Martina, du bist so klasse. Blueberry Flavor, alles Blueberry Flavor. Ja. So, und zwar Oatsprotein, High Protein, No Added Sugar von Ipon Max. Kenne ich nicht. Werde ich auf jeden Fall. Ne, Iron Max. Was lese ich denn hier? Iron Max, aber kenne ich trotzdem nicht und werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne ausprobieren. Ich habe gerade gegessen, da kann ich das jetzt nicht testen. Oh, wie cool ist das denn? Goldiner reine Rapsmargarine, für vegane Ernährung geeignet. Mhm. Aha. Also kenne ich auch nicht. Müsste man mal gucken, ob es sowas auch bei uns gibt, ne? Ja, ist auch ein Spiel. Du bist auch pink, Schatz. Nein, rosa. Ich liebe ja Kugelschreiber, die weich schreiben. Ne? Hier, schreib hier drauf. Hallo, der schreibt toll. Dankeschön. Eine Glasflasche? Für unterwegs ist das. Ja, wie cool. My only bottle von SodaStream. Oh. Das ist toll. Die kannst du direkt
In der Hosentasche stecken. Nein, bei, naja, Rucksack hier in unserem Sodastream mit Kohlensäure voll machen. Ja. Sehr cool, finde ich toll. Das war für Uwe. Weil ich darf ja nicht mal mit Blubberwasser trinken. Oh, oh wie cool, nordische Blaubeere. Ich liebe Blaubeertee. Ich habe schon die schwedische Blaubeere echt geliebt. Oh, das ist auch toll. Kennst du das, Schatz? Mm. Das ist Peach Passion Fruit. Das ist so ein Süßungssirup. Oder Geschmackssirup ohne Zucker, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr, sehr, sehr cool. Dankeschön. Oh, was ist das? Tomaten? Ja, Italiano. Sieht so aus. Salsa di Pomodoro. Ja, das ist so eine Tomatensauce. Ja, und dass du die Flasche aufkriegst, hast du deinen Öffner dazu. Lass mal die Flasche zeigen. Ach, wie cool ist bitte der Flaschenöffner mit dem Maß dran. Ne? Ja, freue ich mich sehr. Hier muss ich mal die Ingredients angucken. Ja, da kann ich auch was von essen. Auf jeden Fall. Der fetzt. Ja, finde ich auch. Martina, ey. Hammer, wirklich. Das ist Kosmetik und Duft. Ach, Duftmülleimerbeutel. 5-Liter-Dinger für mein Kosmetikeimerchen. Cool. Oh, guck mal, wie die riechen. Die riechen richtig frisch. Ja, ich sehe das, wie die riechen. Irgendwie echt nach Meeresbrise oder so. Steht hier irgendwas drauf, wonach das riecht? Nee. Also riecht sehr gut. Ich finde das toll, wenn Müll denn gut riecht. Das sind Einkaufschips, Uwe. Und ein Flaschenöffner dran. Ne? Hey. Weißt cool. du, die steckst du rein. Ja. Und was ist das? Eine Hundepfeife? Oder was ist das? Ein Schreiber? Ein Dingensbummens? Ein Kuhschreiber, ne? Ja. Bestimmt. Sieht nach Kuli aus. Müssen wir nachher forschen. Genau. Sehr cool. Also ein Flaschenöffner. Ja. Und ein Warenchip. Ein Warenchip, den man halt wieder rauszieht. Ja. Und wahrscheinlich ein Kugelschreiber, ja. Wenn man das richtig und sieht. Und ein Ladekabel. Mhm. Mal sehen, wo der drin kommt. Ja, auf jeden Fall hat das auch wieder ein USB. Nee, das ist ein anderer Anschluss. Ich weiß nicht, wie die ersten heißen. Ich glaube, Mikro-HDMI oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das besser, wie diese Anschlüsse heißen, aber das ist kein USB-C-Typ. Kommt wieder in die Tüte rein. Sehr, sehr schön. Wie durchdachtet alles? Ja. Krass. So, jetzt haben wir was. Diese Tüten? Ein Tütchen. Hast du bei dir da um die Ecke so einen Laden, wo du die Tüten kriegst? Was ist das? Na, auch wieder irgend so ein Gefäß zum Transportieren. Oh nein, das ist eine Lampe. Ich hätte jetzt fast Essen drin. Ja. Wie cool ist das bitte? Auch wieder zum Aufladen hier. Da wird wohl auch der Kabel. Das Kabel sein. Der Kabel? Ja. Als wenn ich aus dem Pott gucke. Dua-Kamera. So, was steht denn hier drauf? LED-Leuchte. Sonja. Touch. Ach so. Aber wie cool, man toucht hier einfach rauf. Dann leuchtet das. Schatz, das ist was für einen Balkon. Soll ich mal probieren, ob es reinpasst? Bestimmt das Ladekabel dafür. Batterie bei Verwendung. USB-Kabel entfernen. Aha. Also, das kann schon sein. Nee. Dafür ist es nicht. Doch, ist es. Doch. Passt, wackelt und hat Luft. Ah. Sehr toll. Sehr irre. Ja, ich freue mich da sehr. Der Balkon ist so optimal draußen, hast du recht. Weil wir haben uns jetzt auch einen neuen Balkontisch gekauft.
Den werden wir euch zeigen, wenn er da ist, natürlich. Wenn er da ist. Ja. Ja, wir haben immer so einen Struggle mit DHL, ne? Das ist, So, dann haben wir nochmal einmal für Kira. Ja, die so eine Sticky. Leberwurst wieder. So rum. Genau, da freut sie sich. Na, fasse ich mal hier drin. Ja. Oh, nee, dann mache ich erstmal das da. Was ist das? Ach. Sauer? Sauerkraut? Mmh. Nom, 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 nom. Ich weiß gar nicht, siehst du, das wollte ich noch fragen. Das habe ich vergessen, ob ich schon so was essen darf. Aber ich stehe. Uwe, ja. Ja, Uwe, ja. Das ist Schlachtekraut, sehr, sehr lecker. Ich finde, ganz oft kann man so was nicht selbst besser machen. Ne? Also, nee, wir haben hier stimmt. auch das, was das im Glas gibt. Man, das können wir auch nicht besser machen. Nee. Wir verfeinern das immer noch ein bisschen. Ja. Yes. Aber. Zweimal? Ja. Das ist Sauerkraut und das ist Schlachtekraut. Ah ja, einmal Sauerkraut, einmal Schlachtekraut. Das ist was anderes denn. Aha. Ich glaube, im Schlachtekraut ist noch Speck oder sowas drin. Verlängerungskabel sehe ich da. Na gut, dann haben das ist der Brühwürfel. Oh, wie cool ist der denn? Und du kannst alles an- und ausschalten, Leute. Guck mal. Der ist praktisch. Ja, wenn du das nicht brauchst, schaltest du das halt aus. Das ist praktisch. Wie cool. Mit, irre. Mit hier. Tralalala. Keine Ahnung, warum sind da Lautsprecher? Oder was soll das sein? Nee, das ist für die Hitze, wenn du dran bist, so für den Strom. Du? Ja, wie cool ist denn das? Weiß ich nicht, für was das ist. Ja, kann ja nur. Ich finde das mega. Vielen, vielen Dank. Super. Oh, Martina, sehr praktisch. Ja nur, kann ja nicht so viel Herzchen zeigen, wie du jetzt gerade. Weil wir dabei hast, sind bei Elektrik. Aha. Was haben wir denn hier Schönes? Vierfach USB-Ladestation mit Ein- und Ausschalter. Oh, hier ist der Ein- und Ausschalter. Super. Das ist vielleicht auch was für die Küche, Uwe. Ja. Weil da hast du, also es ist ja inzwischen alles mit USB. Und da hast du auch immer so kurze Käbelchen dran, ne? Und ja, wunderbar. Sehr, sehr cool. Hier kannst du auch mal rot schreiben. Ist das rot? Der ist kalt. Und schreibt der schön weiß? Ja, der schreibt gut. Na, siehst du. Dankeschön. Oh, eine Schere. Die ist ja auch cool. Mhm. Kannst du auch noch hier Nüsse knacken. Nein, Flaschen öffnen. Ja, brauchen wir denn nicht. Wir haben da eine Bierglas. So Kronkorken. Oh, das fühlt sich richtig gut an. Und scharf ist die. Richtig toll. Dankeschön. Und ein Stollenbrett. Nee, es ist schon ein Schneidebrett. Ach, ein Schneidebrett. Da kannst du natürlich auch Stullen drauf schmieren, ne? Finde ich sehr gut. Und die sind schön schmal. Die passen in jede Ecke drin, ne? Mhm. Toll. Hier hast du einen. Wie süß ist der denn? Aber wisst ihr, wofür sowas gut ist? Wenn du so Silberzwiebeln oder irgendwas hast und du willst es halt rausholen, dann luft der Sud halt ab. Und du hast hier, kannst du natürlich für viele andere Dinge auch benutzen. Finde ich sehr, sehr schön. Wieder ein Stück mehr für die Küche. LED-Lampen. Oh, wie schön. Solar. Solar. Ja, nicht LED. Ist schon lustig, weil Aldi hat die doch jetzt im Angebot. Ja. Und da haben wir doch überlegt, ob wir uns die holen. Und jetzt haben wir zwei. Jetzt brauchen wir uns keine mehr gucken. Nee. Und das reicht. Zwei. Wie cool ist das denn? Super. Oh, Martina. Du bist so ein Goldschatz, wirklich. Dankeschön. Ich finde es immer so lustig, wenn Martina von den gesammelten Werken erzählt. Das ist ja wirklich ganz, ganz große Klasse. Das ist das, was ihr Hund hatte, als er Rentner war. Aha. Also das ist jetzt quasi weiter vererbt an die Kira, wenn die Kira mal Rentnerin ist. Und ich finde sowas echt toll. Als wir damals die Kira bekommen haben, habe ich nämlich auch überlegt, ob ich sowas hole mit Achtung, Angsthund. Ne? Und hier steht drauf, ich bin im Rentenalter, bitte langsam. So, und das hatte Martinas Schatz halt, als er Rentner war. Und wir halten es in Ehren,
Ja. Und ich bedanke mich natürlich von ganzem Herzen dafür, dass du das echt weitergegeben hast, weil ich weiß, wie viel wert einem sowas ist, ja, wenn es von dem eigenen Liebling ist. Dir äußern, Cobra? Ja, Leute, ich habe ja auch ein bisschen mit Martina schon gequatscht und da hat sie mir schon verraten, ein Geburtstagsgeschenk. Und das ist der Wasserkocher denn. Ja. Und der auch, wie edel sieht der aus. Wow. Wahnsinn. Irre. Also hier ist der Teil, wo man es raufstellt. Der sieht total edel aus. Aha, oben. Und innen schön mit Edelstahl. Der ist gut. Toll. Steht hier unten, was steht denn hier drauf? Ja, ich möchte das gerne mal sehen. Ja, Entschuldigung. Rosenstein und Söhne. Oh. Und oben ist es an und ich muss mal gucken. Bestimmt Temperaturen, ne? Ach so, ja. Du kannst es einstellen auf mit Plus und Minus. Auf 40 Grad, auf 55 Grad, auf 70 Grad, auf 85 Grad. Wie cool ist das denn? Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, ich halte es richtig rum. Also da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und lässt sich auch total leicht öffnen. Mhm. Ja. Und hier innen hat es ein Sieb. Ja. Hier, keine Ahnung, ob man das sieht. Wenn du da wirklich irgendwie so ein Kalkrest oder irgendwas dran hast, ja bleibt es da hängen. Sehr, schön. Sehr schön. Also ich freue mich da sehr drüber. Lieben Dank, Martina. Also verrückt. Es ist einfach verrückt. Und hier ist auch die Beschreibung dafür. Ja, das finde ich gut. Und hier der Knüppel, wo da drauf kommt. Ja. So, jetzt ganz haben wir... Ganz ach, jetzt sind wir bei den Smileys. Ah, wie ach, süß. Ist das niedlich. Eierbecher. Also, das ist ja Hammer. Also, wenn wir jetzt morgens mit Ei frühstücken, ich werde immer an dich denken. Die werden auf jeden Fall jetzt unsere Begleiter sein. Ja. Das ist ganz, ganz viel Liebe für dich. Oh, wie cool, das ist ein Schneebesen. Und ich habe das, glaube ich, letztens erzählt, dass ich mir ja gerade erst einen neuen geholt habe aus Edelstahl. Der ist ein bisschen kleiner als der. Der diese Nopsis unten dran hat. Kann man das, so kann man das, glaube ich, besser sehen. Und ich bin so begeistert von diesen Schneebesen, wenn man, weiß nicht, Martina, korrigiere mich, aber glaube, man sagt zu diesen Teilen auch Schneebesen, oder? Oder wer es besser weiß, korrigiert mich halt. Aber ich liebe diese Teile, damit mache ich immer meine Buttwischcreme und so was. Und ruckizucki ist dann mit der Quarksämig, also ja, adios Unterrührgabel, ne? Die darf jetzt in Rente gehen, solange die Dinger halt bei mir im Haushalt sind. Also ich liebe die sehr und auch hierüber freue ich mich, ne? Ja. Das ist, manch einer versteht es vielleicht nicht, aber ich freue mich über sowas. Dankeschön. Und noch ein Elektrogerät. Ein Beeper? Ja. Oh, nein! Jetzt hat jeder so ein Also, was machen wir aber? Ja, kannst ja zeigen. Das ist ein kleiner Zerhäcksler. Da kannst du Zwiebeln und weiß ich nicht, was alles mit kleinen häckseln. Zum Aufladen. Und dieses Teil, das hat richtig Bums hinter. Ja. Wir wissen das, weil wir schon so einen haben, von Martina bekommen haben. Ja. Das Ding hat richtig Bums, ja. Also ich habe das nicht erwartet, wenn man so Zwiebeln viertelt, dass das, wenn es andersrum oben. Ja. Wenn es, sag schon, automatisch ist, wie nennt sich denn das? Akku betrieben ist, dass das so viel Leistung hat, aber der hat im Nu. Ja, der hat Body Power hinter. Die Zwiebel zerkleinert, ja, und Knofi und hast nicht gesehen. Also ich bin der so ist sehr praktisch. Begeistert von der diesem Teil. Und auch hier nochmal lieben, lieben Dank für den zweiten, ja. Huch, schmeiß weg, Schatz. Ja, haben wir noch einen. So, hier, das ist der leere Karton. Hier geht ja nichts verloren, ja. Dann machen wir den auch wieder rein, ne? So, und das ist noch ein bisschen Verpackung, da waren die Eier.
Behälter drin. Also sehr sicher alles verpackt, wirklich. Ja, und der Karton ist leer. Sehr schön. Wahnsinn. Also ich musste jetzt erstmal alles auf mich wirken lassen. Es ist crazy, ja. Martina, wirklich. Es ist verrückt, was du alles angesammelt hast für uns. Und alles super. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwas bei ist, was ich mir selbst nicht gekauft hätte. Das ist, also ich bin hier sehr gespannt, wie das sein wird. Ich habe ja bis heute das wirklich geschafft, nichts mit Zucker und sowas zu machen. Da bin ich im Übrigen auch ziemlich stolz drauf. Und deshalb, gut, hiermit muss man natürlich auch vorsichtig sein, ne? Dass man da nicht zu viel von nimmt. Das ist dann auch nicht gut, aber... So, jetzt haben wir Blueberry Cheesecake und jetzt haben wir noch Peach Passion Fruit Sirup. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und ich werde mir da ein bisschen in meine Buttwicht-Creme reinmachen. Und ich freue mich über deine selbst... Also das ist für mich ganz, ganz großes Kino über die selbstgemachten Sachen, ne? Da freue ich mich sehr drüber und da werden wir sehr an dich denken, wenn wir das essen. Und alles ist toll. Es ist einfach alles toll. Und ich glaube, heute Abend, weil es ist nämlich wieder ganz schön frisch geworden, werde ich Tee trinken. Nordische Blaubeere. Ja, Früchtetee mit Blaubeer- und Brombeeraroma. Also da bin ich sehr gespannt, wie das mit Brombeeraroma schmeckt. Und natürlich die Ventilatoren, wie cool sind die denn, ja, bitte? Alles ist so alles toll. Ist sehr praktisch und sehr toll. Und für Wahnsinn. Kira, dass du an Kira gedacht hast, da freut mich natürlich auch. Und dass der Uwe jetzt so viel Pflaster hat. Freue ich jetzt mich auch. Jetzt brauche ich keine Angst haben mit Schneiden. Jetzt schneide ich mich nicht. Jetzt weiß ich ja, dass Pflaster da ist. Ich musste damals schon so lange, als du von Verena die Pflaster gekriegt hast. Aber die Schätzlein machen sich Sorgen um dich zurecht, ne? Ja, ganz, ganz großes Kino hier, wirklich. Also eins ist schöner als das andere. Ja. Also ich weiß ja nicht, mir fehlen die Worte für die ganze Liebe, die du hier in diese Päckchen gepackt hast. Und ich kann einfach nur Danke, Danke, Danke sagen für all die schönen Sachen. Und es ist einfach alles zu gebrauchen, ne? Also ja. Hier freut mich schon, wenn ich wieder eine FaceTime habe. Das zu benutzen, das finde ich auch Gold wert, ganz ehrlich. Große Klasse. Und wenn ich Haarspray brauche, ja, Haarspray, forever Haarspray. Ich freue mich. Ja, wunder, wunderschön. Also die Lampe ist ja auch toll, oder? Das ist ein Hammer. Och, die Kühltasche. Ja, also, Leute, sehr, sehr positiv alles. Sehr Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kann es einfach gar nicht fassen. Das ist so, nee. so viel. Das muss ich gleich alles mir nochmal auf den Tisch ausbreiten oder auf den Boden und mir das alles nochmal angucken, weil ich das einfach so, so schön finde. Liebe Martina, ich danke dir von ganzem Herzen für all die Gaben für uns, die mit so viel Liebe und Sorgfalt ausgesucht sind. Also, hier freue ich mich auch schon drauf auf die Eierbecher. Freue ich mich, wie cool niedlich. Sind die. Die Schere, die finde ich auch mehr. Fast die mal so, wisst ihr, wie die wertig irgendwie so. Ja, stimmt. So scharf fühlt die sich einfach an. Die ist gut. Toll, ja. Wo ist der Pflaster? Ganz, ja, da irgendwo. Ganz große Klasse. Und natürlich von deinem Schatz her wird bei uns in Ehren gehalten. Und wenn die Kira irgendwann im Rentenalter ist, wird sie das wahrscheinlich mit Stolz tragen. Ja, das kommt auf jeden Fall bei Kira ins Fach. Und so sieht aus, wo ihr Zeug ist. Genau. Der Uwe ist ein bisschen geschafft. Das war heute echt ein strammer Tag. Ja. So, ich muss jetzt aber echt zum Ende kommen, denn das Mittwochsvideo, heute ist Mittwoch, ne? Ja. Ist noch nicht hochgeladen. Ja. Schaffen wir aber. Naja, es wird knapp, ne? Eine halbe Stunde haben wir noch. Wenn er Zeit hat, guckt er ein bisschen später.
So, liebe Martina, wie gesagt, lieben Dank an dich. Ja. Ganz, ganz viel Liebe geht raus an dich, an alle anderen. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wenn ihr bis hierhin dran wart, dann postet mir doch bitte ein Päckchen, ein Geschenkpäckchen oder eben ein Paketpäckchen. Dann weiß ich, dass ihr bis zum Schluss geguckt habt und dafür danke ich euch natürlich von ganzem Herzen. Ja. Ich bedanke mich auch fürs Teilen, Liken und selbstverständlich für eure Liebe in den Kommentaren. Da freue ich mich am meisten drauf, weil ja, das ist einfach schön zu sehen, dass es noch normale Menschen gibt auf dieser Welt und dass ihr euch bei mir rumtummelt oder bei uns in dem Fall. Ja, so, ich werde jetzt gleich mal die Martina noch anpingen und ihr sagen, dass sie verrückt ist, ja. So, und wir beide sagen... Das wusste sie vorher bestimmt nicht. Jetzt werden wir ihr bestätigt. Jetzt, genau. Und uns bleibt nur noch übrig, das zu sagen, was wir immer sagen. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Tschüss, ihr Liebe. Ciao. Und vergesst nicht, Paket zu machen. Ja. Zu zeigen. Genau. Tschüss. Ja, nur die bis zum Schluss geguckt haben. Schön, dass es euch gibt. Gibt. Ja. Tschüss. Tschüss.